Moin, ihr Lieben. Es wurde mir mal wieder Gelegenheit gegeben, mich aufzuregen. Ich mache das ja gerne. Ich mache das ja sehr gerne. Es wurde mal wieder darüber hergezogen, dass ich sage oder oft sage, meine Videos sind für mich. Die mache ich für mich in allererster Linie. Ja? Wenn sie dann anderer gucken will, soll sie gucken. Wenn nicht, dann eben nicht. So. Dann wurde gesagt, ja, dann kannst du sie ja auch auf der Festplatte speichern. Warum denn dann bei YouTube? Erstmal frage ich mich, warum ist das überhaupt ein Thema in einem anderen Kanal? Ja? Geht doch keinen Arsch was an. Ja? Und das macht einer, der nicht den Arsch in der Hose hat, mal das Gesicht in die Kamera zu halten, ja? Sondern der nur schlau vor sich hin schwätzt und vor sich hin fährt. Ja? Den keiner kennt, ich ja, der ein Bild von sich verbreitet, was keiner überprüfen kann. Ja? Mich kennt man. Hier waren Leute, die mich besucht haben. Ich habe andere Leute besucht. Ja? Ich halte den Kopf für diesen Kanal hin. Ja? Und ich zeige auch Schwächen. Ja? Ich mache nicht einen auf großen Macker. Der meint, er müsste ein Rennfahrer sein, wenn er keiner sein kann. Ja? So. Um die Sache mal ganz klar zu benennen. Ne? Ich nenne auch keine Namen. Ja? Wenn ich sage, ich zeige Videos, die für mich sind, auch bei YouTube, warum denn nicht? Das kostet nichts. Ne? Eine Festplatte kann kaputt gehen, nur mal so nebenbei gesagt. Ne? Raucht dir der Computer ab, ist alles weg. So. Das geht doch kein Schwein was an, ob ich was bei YouTube zeige oder nicht. Ja? Und was ich dazu sage, das ist gefälligst meine Sache. Ja? Also nicht nur klug vor sich hinschwätzen wollen, sondern mal ein bisschen Fleisch bei den Fische. Ja? Meine Thematik ist nicht nur Motorradfahren. Ich kann auch anders als nur Motorradfahren. Ja? Das sieht man doch wohl. Ich will ein Stück von meinem Leben zeigen. Und mein Leben spielt sich nicht nur auf so einem verdammten Motorradsattel ab. Ja? Aber es gibt Leute, für die ist das das Einzige. Und die meinen dann, alle müssten ungefähr gleich ticken. Ja? Da fährt einer nur durch die Gegend und hält sich für wichtig. Ja? Nur weil er jeden Tag fährt. Weil er nichts anderes zu tun hat. Ja? So, das muss auch mal raus. Ne? Was ich hier mache, geht keinen gefälligst was an. Ja? Und wer das guckt, da freue ich mich. Und wenn er es nicht guckt, dann weiß ich es nicht. Ja? Aber diese Sticheleien hintenrum, die mögen doch bitte mal aufhören. Ja? Sonst stichle ich zurück. Und unterschätzt mich darin nicht. So, das musste jetzt mal gesagt werden. Ich bin das jetzt langsam leid. Immer dieses hintenrum durch den Fuß ins Knie oder wie. Ne? So, jetzt muss ich mich langsam wieder abregen. Das muss jetzt auch keiner gucken. Aber ich weiß, dass es jemand guckt. Ende. Trotzdem wünsche ich schöne Weihnachten.
Ich habe überhaupt keinen Streit mit diesem Typen. Ja? Ich wüsste es jedenfalls nicht. Ja? Wieso kommen diese Frotzeleien und Sticheleien da immer? Gewöhn dir das ab, mein Freund. Kleiner Nachtrag noch, da geben sich alle Mühe. Ja, alle Mühe, nur ja, um Zugriffszahlen zu haben, ja? Mach ich das? Wo mache ich das? Ich staple tief statt hoch. Ja? Ich will keine Zugriffszahlen, die interessieren mich gar nicht. Ich will aber auch keinen Dreckgeschmeiße haben. Ja? Bei allen möglichen Plattformen sich da irgendwo anmelden und dann einen auf Motovlog machen oder was. Ja? Ja, kein Wunder, dass da irgendwo mal einer reinklickt. Ne? Mach ich das? Mach ich nicht. Bin nirgendwo. Ich mache ehrliche Geschichten von meinem Leben, aus meinem Leben und so weiter und so fort. Ja? Verdammt, ich kann doch nicht erwarten, dass das jeder guckt. Und das tue ich auch nicht. Insofern ist das schon richtig. Ich mache das in erster Linie für mich. Und wenn es dann jemanden interessiert, dann ist das gut. Und wenn es keinen interessiert, ist es auch gut. Ne? Deswegen schmeiße ich aber nicht mit Dreck. Es sei denn, man zwingt mich dazu. So. Nun ist aber auch wieder alles gut. Ach, ja. Nee. Was für ein Kinderkram. Zugriffszahlen. Ich krieg Hörner.